Die Mitte wird 25. Vor einem Vierteljahrhundert hat die Geschichte vom stadtbekannten Unternehmen angefangen. Zuerst einmal nur als Kaffee in der Stadt Mitte, in einem ehemaligen Bankgebäude. Hier sieht man Verhandlungen mit der CS, mit dem Christoph Langscheid. Das Unternehmen Mitte hat am 8. April 1999 das Fumare und das Non-Fumare aufgemacht. Der aktuelle Geschäftsführer Daniel Hähni war schon dort zumal bei der Eröffnung dabei gewesen. Natürlich am Anfang, es war ein unglaublich cooles Lebensgefühl damals. Wir waren irgendwie mutig und frech und unbekümmert, voller Ideen und Selbstbewusstsein. Seit der Eröffnung war das Kaffee über 9000 Tage offen und hat über 20 Millionen Kaffee, Gipfeli, Kuchen, Mittagessen und noch mehr verkauft. Wir haben viele Nachbarn gesehen und wieder gehen. Und wir haben es geschafft, über eine lange Zeit den Ort auch offen zu behalten. Zum Beispiel auch ohne Konsumationszwang. Neben alltäglichen Betrieb beteiligt sich die Mitte auch kulturell und politisch. Besonders sticht dort die Initiative Grundeinkommen von 2016 aus. Und haben dann die Aktion gemacht mit den Fünferli, wo wir auf dem Bundesplatz 8 Millionen Fünferli haben ausgeschüttet. Die ganze Welt, die Medien sind da. Das ist eigentlich das beste Bild aus der ganzen Zeit, finde ich, wo das Grundeinkommen so auf den Punkt bringt. Es hat aber nicht immer alles funktioniert in der Mitte. Vor 3 Jahren hat das Unternehmen wegen sexuellen Übergriffen auf Mitarbeiterinnen für Schlagzeilen gesorgt. Die Geschäftsleitung ist dort zumal kritisiert worden, weil sie die betroffenen Opfer zu wenig geschützt hat. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungen wegen fehlendem Tatbestand gestoppt, sagte Daniel Hähni. Trotzdem hat er seine Lehre ausgezogen. Und das war natürlich schlimm, vor allem für die Beteiligten. Und ich würde aber trotzdem ein positives Fazit ziehen, dass wir daraus lernen können, darauf auf diese Themen sehr sensibel zu sein und sehr vorsichtig damit umzugehen. Es tut mir wirklich leid für alle, die von dem betroffen sind. In Zukunft soll das Unternehmen noch mal ein Stück wachsen. Neu dazu sind Kaffeemobils. Wir haben 3 Stück, eins am Mehrplatz jeden Tag, bei der Pauluskirche und beim Clara-Spital. Leider haben wir den tollen Platz am Rhein verloren. Wir hoffen, dass wir bald wieder einen neuen Platz auch am Rhein bekommen. Dazu will das Unternehmen in den nächsten 25 Jahren weiterhin kulturelle und politische Anlässe durchführen. Das war es von Punkt 6 für heute. Hier geht es jetzt, wie gesagt, gerade weiter mit dem Punkt 6 Thema, was um die grosse Frage geht, macht Mitte mit bei einem bürgerlichen Bündnis bei den Wahlen im Herbst oder nicht? Bleiben Sie dran.